Eine von meinen beiden Omas hieß Alvine. Oma Alvine. Sie war die Mutter meiner Mutter und wohnte in München-Gladbach, alleine. Ihr Mann starb, als meine Mutter 14 Jahre alt war. Geraume Zeit nach seinem Tod hatte Oma Alvine angeblich einmal gesagt, dass ihr diese Ehe voll und ganz gereicht und sie keine Lust auf einen neuen Mann habe. Darin war sie sich treu geblieben. Oma Alvine brauchte keinen Mann. Wozu auch? Sie war damals 78 Jahre alt. Einmal in der Woche fuhr sie von München-Gladbach 1,5 Stunden mit dem Zug nach Aachen, wo ich wohnte, holte mich vom Kindergarten ab und brachte mich nach Hause, um den Nachmittag über auf mich aufzupassen. Wir waren alleine, bis meine Eltern abends von der Arbeit nach Hause kamen. Ich durfte immer entscheiden, was wir machten. Es war egal, was ich mir wünschte. Oma Alvine war einverstanden und freute sich. Ich konnte sie zu jedem Spaß überreden. Und erst, wenn ich keine Lust mehr hatte, hörten wir auf. Bis zum Schluss war Oma Alvine neugierig auf meine Erzählungen und Fantasien, auf meine Spiele und Wünsche. Nie schimpfte sie mit mir. Höchstens hatte sie Sorge, dass ich mir bei irgendetwas wehtat. Oma Alvine kochte auch für mich. Es gab eine Auswahl an Gerichten, die sie kochen konnte. Ich mochte alle und durfte immer entscheiden, was es geben sollte. An einem Nachmittag wünschte ich mir Hühnerfrikassee mit Reis, eins meiner Lieblingsgerichte. Es schmeckte mir, wie immer. Aber kurz nach dem Essen wurde mir schlecht, sehr schlecht. Ich musste mich mehrmals übergeben. Kotzen ist nicht schön, auch für einen erwachsenen Menschen nicht. Aber für ein Kind, zumindest für mich damals, war es jedes Mal eine traumatische Erfahrung. Es war mit Jammern und Heulen verbunden. Und wahrscheinlich auch mit der Angst, dass es nie wieder aufhören würde und ich immer weiter kotzen müsste. Außerdem war in diesem Fall klar, wer mein Leiden verschuldet hatte. Oma Alvine. Die sich übrigens nicht hatte übergeben müssen. Als mein Vater nach Hause kam, rannte ich in seine Arme und sagte ihm, dass ich von Oma Alvines Hühnerfrikassee habe brechen müssen. Und Oma Alvine schrie ich an, dass ich nie wieder ihr Hühnerfrikassee essen würde. Und sie, diesen Blick werde ich wohl nie vergessen, stand da, stand mitten in der Küche und schaute meinen Vater und mich hilflos an. Sie trug ihre rote Strickjacke mit goldenen Knöpfen, in dessen Ärmeln ihre Arme schuldbewusst neben dem Körper hingen. Ich weiß nicht mehr, ob sie etwas sagte. Vielleicht hat sie nichts gesagt, weil ich so laut geschrien habe. Vielleicht habe ich aber auch vergessen, was sie gesagt hat, weil ich so laut geschrien habe. Ich weiß aber, dass ich mich an diesem Tag nicht von ihr verabschieden wollte. Eine Woche später hatte ich ihr verziehen. Ihr Hühnerfrikassee wollte ich trotzdem nie wieder essen. 5 Jahre später starb Oma Alvine. In den letzten Jahren ihres Lebens war sie zunehmend dement geworden. Irgendwann vergaß sie fast alles. Fröhlich, zugewandt und neugierig blieb sie bis zuletzt. Als meine Mutter den Anruf von ihrem Bruder bekam, musste sie weinen. Sehr laut und sehr lange. Ich nicht. Ich weiß noch, wie ich mich gefragt habe, ob ich nicht auch weinen sollte. Aber irgendwie konnte ich nicht mal richtig traurig sein. Einige Tage später, auf der Beerdigung, habe ich dann doch geweint. Ebenfalls sehr laut und sehr lange. Ich glaube, dass ich erst dort, als ich den Sarg sah, wirklich verstand, dass Oma Alvine jetzt tot war und mich nicht mehr besuchen würde, mich nie wieder fragen würde, was ich will, mich nie wieder anstrahlen würde. Und dann musste ich an das Hühnerfrikassee denken. Ich glaube, ich habe als Kind wenig so sehr bereut, wie den Satz, dass ich nie wieder Oma Alvines Hühnerfrikassee essen werde. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Ich kenne sehr viele Fleischerei-Fachverkäuferinnen. Eine davon heißt Annemarie. Annemarie arbeitet seit 30 Jahren in der gleichen Metzgerei. 4 Tage die Woche steht sie an der gleichen Stelle,
oft 10 Stunden am Tag und schneidet, wiegt, verpackt und verkauft Wurst. Das ist ihr Job. Damit verdient sie Geld, um einmal im Jahr mit ihrer Schwester in den Urlaub zu fahren. Dieses Jahr ist sie 50 Jahre und 500 Überstunden alt geworden. Früher wollte Annemarie Dekorateurin werden. Dafür gab es aber keine Ausbildungsstellen im Ort. Also ging sie zur Metzgerei. Das wollte ihr Vater so. Jetzt dekoriert sie halt 4-mal im Jahr das Metzgereischaufenster. Vor ein paar Jahren wurde Annemarie zur Filialleiterin ernannt. Damit hadert sie aber noch, denn ihr eigentlicher Job ist ein anderer. Sie hält den Laden zusammen, den vor und den hinter der Theke. Wie geht es Ihrer Tochter? Oder ist Ihr Mann noch im Krankenhaus? Fragt Annemarie, wenn ihre StammkundInnen zum Einkaufen kommen, während sie die bestellte Wurst aus der Auslage fischt. Sie ist ernsthaft interessiert an den Menschen und mag es, sich mit ihren Kunden zu unterhalten, Witze zu machen und männliche Kunden aus der Reserve zu locken. Niemand arbeitet hier nur, um totes Tier zu verkaufen, und nur wenige gehen in die Metzgerei, nur um selbiges zu kaufen. Dafür gibt es Supermärkte. Hier geht es um alles drumherum. Um Ansprache, um Zusammenhalt, um Ortung, um Routine und Wiederholung. An der Fleischtheke werden persönliche Probleme und gesellschaftliche Umstände besprochen. An der Wursttheke geht es dann um das tägliche Klein-Klein. Annemarie ist dabei Beraterin und Ansprechpartnerin. Denn für viele ältere Kundinnen sind die Verkäuferinnen an manchen Tagen die einzigen Gesprächspartner. Annemarie verkauft einem Kunden seit 30 Jahren, seit seine Frau gestorben ist, jeden Samstag einen Schweinehalsbraten. Denn den kann er zubereiten. Jeden Samstag macht sie die gleichen Gags, er auch. Immer passend zur Saison und Jahreszeit. Es ist ein Ritual auf beiden Seiten. Seit der Krise gibt es Dosenwurst dazu. Annemarie freut sich darüber. Der Job und die Menschen hier sind ein wichtiger Teil ihres sozialen Umfelds. Annemarie hat 8 Geschwister, sie ist die jüngste. Sie lebt mit einer Schwester zusammen. Eine längere Beziehung hatte sie schon viele Jahre nicht mehr. Irgendwann hat sie dann einfach mit ihrer Schwester eine gemeinsame Wohnung im Nachbarort gekauft. Sie gehört jetzt zu den längsten MitarbeiterInnen in der Firma. Ihr jetziger Chef ist 20 Jahre jünger als sie. Vielleicht ist es ihr letzter, vielleicht kommt noch einer. Das verunsichert Annemarie. Die Firma hat sich verändert. Sie hat immer noch rot gefärbte und gegelte Haare, wie schon mit 20, als sie zum ersten Mal hinter dieser Theke stand. So sieht man sie durchs Schaufenster schon vom Parkplatz aus, sagt sie immer und lacht dabei. Annemarie ist froh. Sie freut sich, dass sie einen festen Job hat und noch nie arbeitslos war. Manchmal ärgert sie ihr Pflichtbewusstsein. Sie würde auch gerne mal krank machen und zu Hause bleiben, einfach so, wie ihre jüngeren Kolleginnen das machen. Bisher kam sie aber jeden Montag wieder. 15 Jahre hat sie noch vor sich, dann möchte sie in Rente gehen. 15 Jahre. Also noch 60 Mal das Schaufenster dekorieren. In dem verbliebenen Rest des Weißweins. Dem letzten Schluck bricht sich das Licht der freihängenden Glühbirne, die durch den Luftzug, der durch die offene Tür hereinweht, immer wieder in leichte Schwingung gerät. In dem verbliebenen Rest des Weißweins, dem letzten Schluck, treibt sie dahin. Die Augen geschlossen, das Licht der elektrischen Sonne blendet zu sehr. Sie liegt auf dem Rücken, die Arme von sich gestreckt, ihr Körper auf der Oberfläche des Rieslings, der sie warm umspült. Was wohl auf dem Grund des Glases laut, fragt sie sich, wenn auch der letzte Tropfen getrunken ist. Wird es kalt sein? Wird das dünne Glas an ihren Beinen und Armen scheuern? Und gibt es ein Auskommen, einen Weg hinaus? In diesem Moment des schwerelosen Treibens kann sie sich das kaum vorstellen. Hinauf an der glatten Innenseite nichts, woran man sich festhalten könnte. Rutschgefahr, aufgerissene Knie, blutige Lippen. Besser nicht. Das hat sie alles bereits hinter sich, damit kennt sie sich aus. Aus genau diesen Gründen lässt sie sich doch jeden Abend ein Vollbad aus vergorenem Traubensaft ein.
Der Gedanke an ein Morgen erstirbt nach dem zweiten Bad. Über all dem steht der Mars, der in seiner Bahn dem Mond folgt, ein treuer Begleiter. Die Schrammen und Verletzungen, auch wenn sie äußerlich verheilt sein mögen, fühlen sich doch umso besser an, je voller sie das Glas laufen lässt. Je länger sie sich darin treiben lässt, immer dafür sorgen, dass genug Flüssigkeit im Gefäß verbleibt. Dabei, und das weiß sie, sind da Menschen, denen sie ihre Abschürfung und schlecht zusammengewachsenen Brüche zeigen kann. Die behutsam ihre Handinnenflächen darum schließen würden, warm und sanft würde diese Berührung sein. Ab und zu klopft jemand an das Glas, sieht hinein, lächelt. Und sie lächelt zurück und wenn sie lange genug in ihrem Bad gelegen hat, beginnt sie zu erzählen. Zu erzählen von Zeiten, in denen sie nicht jeden Abend in einer Suppe aus Erinnerung, falschen Entscheidungen und Angst versunken ist. Es geht nicht darum zu vergessen. Vergessen möchte sie nicht. Da ist ihre Tochter, die sie an ihren Ex-Mann erinnert, an seine Plattensammlung, ganze Wände bis unter die Decke vollgeräumt mit schwarzen Vinylscheiben in abgegriffenen Kartonhüllen. Ihre Tochter, an der sie sieht, dass getroffene Entscheidungen doch auch richtig, wenn auch schmerzhaft gewesen sein mögen und die mit ihrem Eigensinn, ihrer Stärke und Herzenswärme das Glas durchbricht. Und die es versteht, im richtigen Moment den Rettungsring auszuwerfen, wenn aus ein paar Gläsern wieder ein Meer zu werden droht. Da sind ihre Eltern, in deren Gesichtern die Jahre eingeschrieben sind, in denen ihre Kinder fast aus der Welt zu fallen schienen. Ihr Bruder, der nur noch von einem abgewetzten Seil gehalten wird, das sie stets neu zu drehen versucht. Und nicht zuletzt ist da sie. Und der Wunsch, der Drang, die Hoffnung, dass da etwas wartet, nicht auf dem Grund des Glases, sondern außerhalb dieser Bar. An Aufgeben ist nicht zu denken. Ich lebe, sagt sie dann, und ein paar Gläser Wein dann und wann und jeden Abend werden mich nicht daran hindern. Die Glühbirne wird von einem weiteren Luftzug erwischt, beginnt zu schaukeln, sie öffnet die Augen und... Ich habe deine F*** gesehen. Gekleidet in schwarze Mini und weißer Bluse, sitzt du neben der Hotelerbin im Rückraum der S-Klasse. Beiges Alcantara-Leder. Dass das so heißt, weiß ich von den Jungs auf dem Schulhof. Sie sagen dieses Wort ständig und erklären mir, dass es das zwischen meinen Beinen bezeichne. Dann begegnet es mir wieder, diesmal auf dem Mädchenklo. Anna soll eine sein. Gänzlich verwirrt, nicht mit dem Konzept des Pass pro Toto vertraut, frage ich mich, wie man etwas sein kann, was man doch hat. Ich bin 13 und du 17, als wir uns das erste Mal begegnen. Nachmittags flimmerst du über den Röhrenfernseher, trägst Röckchen und Bluse, lutscht an einem Lolli und bewegst dich zur Musik. Aus deinem Mund ertönen die Worte »Hit me, baby, one more time«. Ich verstehe kein Wort, aber irgendwie klingt es nach Spaß. Deine Zöpfe wackeln auch so lustig dazu. Du bist anders als die anderen Mädchen, als meine gleichaltrigen Freundinnen sowieso, aber auch anders als die großen Mädchen in der Schule. Mama schüttelt den Kopf, Papa schüttelt den Kopf und ich gröle munter »Hit me, baby, one more time«. Mein Haar noch unentschlossen, ob es lockig oder glatt sein will, Babyspeck um die Hüften und auf den Wangen, fordere ich von den Eltern Schminke, weil Klerasil nichts hilft, und schaue auf jedem Foto konsequent mit leicht nach unten geneigtem Kinn und großen Augen in die Kamera. Aus dem Ding zwischen meinen Beinen und was Anna offenbar ist, tropft nun Blut, während du »Oops, I did it again« trällerst. Im Englischunterricht lerne ich alles über das Commonwealth, aber was du da sagst, erklärt mir keiner. Wieder bewegst du dich so, ich sehe, wie ich dich ansehe, sehe, wie die Jungs dich ansehen und verstehe, du hast Macht. Nicht die Macht von Politikern oder Königinnen, du regierst anders. Nachts muss ich manchmal an dich denken, an das Foto aus der S-Klasse und wie du dich bewegst. Mir wird warm. Ich frage mich, ob ich je so sein kann wie du. Und ich weiß, dass ich dir nah sein will. Ein paar Jahre später war alles anders. Mit den Jungs hörte ich Punkrock, mit den Mädels schlich ich mich nachts aus dem Kinderzimmer, um zu Elektro zu tanzen.
Irgendwie hatte ich dich schon fast vergessen. Aber dann, eines Nachts, nach dem dritten Wodka Bull, verliebt in den falschen Jungen, trafen mich deine Worte. Don't you know that you're toxic? Nun verstand ich dich und ich wusste, dass du mich verstehst. Beschämt stand ich in der Disco und kam nicht darüber hinweg, dass du mir so sehr abhanden gekommen warst. Du halfst mir über meinen ersten schweren Liebeskummer hinweg. Ich lernte, dass es bessere Worte für das Ding zwischen meinen Beinen gibt und dass Anna nichts damit zu tun hat. Alles schien gut. Doch dann bist du auf die falsche Spur geraten. Von Kindheit an brutal in die Öffentlichkeit gezerrt, warst du uns ausgeliefert. Und wir sahen deinem Absturz einfach zu. Vom Boulevard als Cry for Help betitelt, rasierst du dir eine Glatze. Du verlierst das Sorgerecht für deine Kinder und schließlich deine Mündigkeit. Du, die Lichtgestalt, so hart gelandet auf dem Asphalt. Ja, wir wollten alle einen Teil von dir. Dich, glamourös, strahlend, aber auch das, schillernd, strauchelnd, deine tiefsten Tiefen. Das alles hast du uns gegeben. Am Ende hast du dich dann dagegen entschieden, unterzugehen. In deiner größten Krise schimmerte stattdessen etwas Neues durch. Verletzlich, unverstellt, fehlerhaft. So wie wir alle es sind. So wirkst du jetzt und wirkst damit auf einmal wirklich ganz nah. Heute strahlst du anders. Weniger Scheinwerferlicht, kaum Blitzlicht, keine Special Effects. Nur da in Vegas vielleicht noch. Es wurde sehr viel ruhiger um dich. Und ich frage mich manchmal, wie es dir damit geht. Und ob du jetzt wirklich du bist. Aber vielleicht spielt das auch gar keine Rolle mehr. Denn auch wenn man dein Blinken bisweilen nur aus der Ferne wie das eines Leuchtturms am Horizont wahrnimmt, verkündet dieses Licht doch immer eines. It's Britney, bitch. Kapriziös, humorlos und doch fast wieder sweet. Daisy habe ich im Schneidersitz hockend auf der Rückbank unseres 1988er Ford Escorts kennengelernt. Auf der Autobahn Richtung Mittelmeersommer beobachtete ich stundenlang ihre Art zu entzücken, zu streiten und zu lieben. Obwohl sich in ihren Geschichten alles nur um Erpel drehte, war diese anthropomorphe Ente das Aufregendste für mich. Ständig schwankte sie zwischen Donald und Gustav, zwischen Normalo und Neureichem. Diese fragwürdige Unentschlossenheit hatte natürlich viele Ursachen. Was ich aber las und sah, waren völlig unbegründete, eifersüchtige Wutausbrüche und Abweisungen. Ich meine, es war Donald. Eine flirttechnisch ahnungslosere Person gibt es in der jüngeren Kulturgeschichte einfach nicht. Deswegen war ich so fasziniert von Daisys rücksichtsloser Art mit dem Erpel. Der Typ an ihrer Seite, das könnte ich sein. Und wie krass sie war. Donald hat einen Unfall auf dem Weg zum Date mit Daisy und kommt zu spät. Fuck it. Die Ente läuft blasiert zu Gustav Ganz und fährt auf seinem Cabrio-Beifahrersitz hochschnäbelig grinsend an Donald vorbei. Dabei war sie ja nicht nur Freundin von Donald, sondern auch emanzipierte Ente. Frau. Als die wurde sie aber nur selten gezeichnet. Es gibt da einen Comicstrip aus den 1960er Jahren, in dem Daisy offenbar mal wieder sauer auf Donald ist und sich dann in Tiraden ergeht, nämlich dass alle Männer Bestien sind und nur schreien, Unordnung machen und körperliches Leid zufügen und dass selbst Werbespots für Mädchen aus der Männerperspektive geschrieben sind. Ein emanzipatorischer Skandal damals, aber eben einer, in dem die Ente, Frau, gleich wieder aufbrausend, hysterisch und zickig ist. Als der Ford Escort im südfranzösischen Eurocamp ankam und ich Daisy gegen Orangina am Strand eintauschte, war mehr passiert als ein Comic zu Ende. Ich war gleichermaßen fasziniert und verunsichert. War es wirklich so, dass Frauen beim ersten Zweifel zum nächsten Typen eilen? Kann ich es ihnen wirklich nie recht machen? Es ist natürlich vereinfacht, aber weil Daisy Duck ziemlich beliebig zwei Erpel gegeneinander ausspielte, habe ich Julia zu spät und Anne nie geküsst. Ich habe Anne lange, aber nicht gut gekannt. Wir haben uns vielleicht zweimal im Jahr gesehen. Und das waren dann alberne Gruppenansammlungen mit anderen Teenagern. Aber Anne mochte ich. Sehr.
Sie war schlau, sie war älter als ich. Sie war also ein mannigfaltiger Sehnsuchtsort meines Teenager-Daseins. Das habe ich auch zum Ausdruck gebracht. Allerdings nur beim Bier mit den anderen Teenager-Jungs. Im direkten Kontakt mit Anne verwandelte ich mich in einen hormonellen Haufen voller Wehmut und zarter Traurigkeit. Unsere unpräzise Beziehung gipfelte in einer Bergwanderung, wo es der Zufall wollte, dass wir einen beträchtigen Weg zu zweit verbrachten. In diesen 90 Minuten habe ich es geschafft, kein einziges Wort mit Anne zu wechseln, obwohl wir uns schon lange kannten. Kein Wort. Diese Bergwanderung ist bis heute die Urdefinition von Hashtag Cringe. Seit ich Daisys Koketterie kennengelernt hatte, war Verlieben für mich immer wie Fernweh. Ein dumpfer Zustand zwischen Sehnsucht und Wehmut. Und das, weil ein Mann nicht anders konnte, als eine Ente kapriziös statt selbstbewusst und humorlos statt emanzipiert zu zeichnen. Wenn man Daisy Duck-Zitate googelt, kommt erstmal nur Donald-Zitate. Es scheint, als hätte nicht nur Karl Barks Little Use for Heroines. Irgendwann auf YouTube wird einem etwas vorgeschlagen, wegen den Sachen, die man bisher geschaut hat. Da gehen so manche Nächte drauf, mit Zeug, was einen wirklich interessiert, was cool ist, aber manche Nächte auch mit richtig viel Bullshit. Also hier, Rap. Das Vorschaubild zeigt ein attraktives Frauengesicht. Ja, ich klicke auf Videos, deren Vorschaubilder gut aussehen und deren Titel interessant klingen. Hier also eine schöne Frau. Im Titel steht Phantasmagoria, Attitude. Noch nie gehört. Der Beat ist cool, simpel und verspielt genug. Entspannt, Grundstimmung, happy. Man sieht die Frau im Bett liegen mit geschlossenen Augen. Langsame Kamerafahrt rückwärts lässt das Bild größer werden. Puh, bisschen cheap, dem Zuschauenden gleich das Gefühl zu geben, mit ihr im Bett zu liegen, oder? So reflektiert habe ich das in dem Moment natürlich nicht gedacht, sondern das denke ich jetzt, wenn ich darüber schreibe. Sie macht die Augen auf und fängt an zu rappen. Oh, cool. Erfreulich fresh. Bisschen abstrakt und wortverspielt und gleichzeitig super smooth, selbstsicher und on point. Okay, nächstes Bild. Sie steht auf, sie andeutungsweise nackt vorm Spiegel, wie sie so tut, als würde sie sich schminken, gemischt mit noch ein paar Bildern ihrer Morning Routine. Na gut, aber das Video sieht gut gemacht aus. Die Bilder sind clean, das Licht passt, die Musik ist gut produziert, die Aufnahmen sind super und sie nagelt die Worte eigenwillig auf den Takt. Nice. Sie flowt und nutzt die Bandbreite ihrer Stimme weiter, vor allem nach oben, als man es von Rap sonst gewöhnt ist. Sie taucht vor dem Spiegel ab und whoops, taucht wieder auf mit einer anderen Perücke und einem engen schwarzen Catsuit. Okay, das war ein bisschen überraschend. Weiter im Text. Sie geht vor die Tür und rappt. Die Sonne scheint, alles ist super hell, zwinkern in die Kamera, kleine Gassen und Steinstufen, die man runterlaufen kann, im schwarzen, super engen Anzug. Bisschen Gepose, aber noch nicht mal übertrieben. Trotzdem natürlich alles super hot und sexy und übertrieben. Vielleicht auch einfach eine wahnsinnig schöne Frau. Die Hook ist catchy. Ah, nee, doch auch ein bisschen verschwurbelt und inhaltsgeladen, sodass man nicht gleich alles mitsingen kann. Aber das tief gepitchte Mach es mit einer Attitude bleibt sofort hängen. Nice. Jetzt noch ein bisschen Gesangsvariation. Auch cool. Und dann noch kurz etwas freaky und speziell im Chor mit sich selbst. Okay, wow. Zumindest spannender als einfach Parts und Refrains aneinander geklatscht. Ne? Auf einmal noch eine andere Perücke und clownesk geschminkt, Gedanken gesprochen mit verzerrter Stimme, dann wird sofort wieder cool weitergerappt. Ich bin Attitude für 10. Ja, das glaube ich. Interessant. Wahrscheinlich ist das alles bei näherem Hinhören doch auch einfach nur Rap, aber mich hat es gerade überrascht. Es wirkt gut verrückt und eigenwillig, irgendwie tough. Sie spielt mit den Klischees und macht sich das, was sie mag, arg zu eigen. Hat noch nicht viele Klicks. Sehe ich gerade den Anfang eines Hypes? Ich schaue mir weitere Videos an.
Okay, aber gibt auch noch nicht so viel. Ich stelle mir vor, wie dieser Mensch ist. Ist es cool, mit ihr zu arbeiten oder sie kennenzulernen? Keine Ahnung. Habe ja nur das Kunstprodukt gesehen. Nach ein paar Monaten, denke ich, war wohl doch kein Hype. Allerdings ist sie auf dem 2019er erschienenen Samy Deluxe-Album Hochkultur. Weiß jetzt auch nicht, was das für ihre Rap-Zukunft bedeutet. Egal. Bin immer mal wieder nachhaltig verwirrt. Cool. Liebe Gayatri, du bist eine berühmte Literaturwissenschaftlerin, Professorin an der Columbia University, Grande Dame der Geisteswissenschaften. Ich bin einst Doktorandin der Germanistik gewesen und ich werde nun einem kunst- und kulturgeneigten Publikum erzählen, wie ich einmal fast deine Unterwäsche gebügelt hätte. Ich habe an der Universität Rostock promoviert und du warst der Stargast eines Workshops. Du warst irgendwie berühmt und fußlahm. Also fuhren wir dich im Dienstwagen des Universitätskanzlers von Oldenburg nach Rostock und zurück. Meine Doktormutter war irgendwie nicht ganz so berühmt und im Englischen nur so halbmächtig, weshalb sie mich gebeten hatte, mitzufahren. Ich war und bin nur am Rande, einfach gar nicht berühmt, auch nicht irgendwie. Wenn man berühmt ist, dann sind alle nervös und benehmen sich seltsam. Und sie wollen Anerkennung für ihren nicht ganz so berühmten Kram. Du wolltest gerne über die Qualität der Straßen und das schöne Licht sprechen. Meine Doktormutter über Forschungsanträge. Du wolltest gerne aus dem Fenster gucken. Meine Doktormutter wollte dich gerne rundum versorgen. Ein Kaffee, ein süßes Teilchen, ein kleiner Stopp. Wollen Sie den Sitz zurückkippen oder vor? Ein Kaffee vielleicht. Erschwerend kam hinzu, dass auf unserer Fahrt von Oldenburg nach Rostock dein Bruder gestorben war. Und zwar etwa auf Höhe Oldenburg. Ich war vorgewarnt. Du hattest mir zuvor zugeraunt. You know, I feel quite strange today. I think my brother is dying. Meine Doktormutter war da gerade außer Hörweite und dementsprechend entgeistert, als deine Assistentin kurz darauf später anrief und die Botschaft verkündete. Ich hingegen bekam das dringende Bedürfnis, aus dem fahrenden Auto zu springen. Denn wie seltsam auch immer die Fahrt ohnehin geworden wäre, dein Bruder versetzte ihr den letzten Todesstoß. Schon bevor dein Bruder starb, gab es jede Menge Aufregung um deinen Besuch. Du wolltest ein Fitnessstudio im Hotel und kurze Wege zum Veranstaltungsort. Und vor allem wolltest du wirklich ganz dringend, dass jemand deine Unterwäsche wäscht. Und zwar nicht im Hotel. Das sei ja absurd, was sie dafür verlangen würden. Ein Waschsalon würde es tun. Viel unkomplizierter und auch schnell. Sei ja nur so olle Unterwäsche. Müsse nicht bewacht werden. Einfach rein damit, zurückkommen, zack, in den Trockner. Dann abholen, alles ganz unkompliziert. Nun ist Rostock nicht New York. Und ein Rostocker Waschsalon schließt unvermeidlich gegen 18 Uhr. Wir standen vor Hamburg im Stau. Eine pünktliche Ankunft in Rostock war ausgeschlossen. Erschüttert vom Tod deines Bruders, für dessen Beerdigung du gerade aus dem Stegreif eine Trauerrede ins Telefon diktiert hattest, fragte meine Doktormutter, ob sie etwas für dich tun könne. Du antwortest mit: Also das Wichtigste in meinem Leben im Moment ist meine Unterwäsche. Meine Doktormutter war den Tränen nahe. Ob denn die Wäsche gebügelt werden solle? Do you want us to iron your laundry? Nee, bloß nicht. No way. Why would you iron my laundry? Sei ja nur Unterwäsche. Ganz unkompliziert. Schnell rein, schnell in den Trockner und so weiter. Ich derweil am Nachrichtenschreiben mit unserer Assistentin. Wir ersannen einen Plan B. Meine Doktormutter würde die Wäsche heimlich zu sich nach Hause nehmen und dort waschen. Heimlich, weil du bist ja irgendwie berühmt und irgendwie berühmte Leute darf man irgendwie nicht spüren lassen, dass sie manchmal richtig viel Arbeit machen. In einer Kaffeepause an der Raststätte meine Doktormutter mit unterdrückter Stimme. Das geht schon,
aber ich habe keinen Trockner. Also Plan C. Meine Doktormutter würde die Wäsche heimlich zu sich nach Hause nehmen und dort waschen. Am nächsten Morgen würde sie die Wäsche heimlich an mich übergeben. Ich würde in den nun wieder geöffneten Waschsalon radeln, alles in den Trockner, wieder heimlich zurückgeben und auf diese Weise hätte dir niemand das Gefühl gegeben, dass du A, ganz unbescheiden zu viel Geld für deine Wäsche im Hotel ausgegeben hättest oder B, voller Starallüren, einer Professorin und einer Doktorandin am anderen Ende der akademischen Nahrungskette einen Haufen Arbeit bereitet hättest. Das mit dem Bügeln ließ meine Doktormutter allerdings nicht los. Sind Sie sich sicher, dass wir Ihre Wäsche nicht doch auch bügeln sollen? Are you sure you don't want us to iron your, wie heißt das nochmal, laundry? Auf keinen Fall. Es ist nur Unterwäsche. No way, it's just undies. Aber es würde wirklich keine Umstände machen. But it is really no problem. Das ist doch lächerlich. Es sind Unterhosen. Sowas bügelt doch kein Mensch. That's ridiculous. It's undies. Who on earth irons their undies? Den Rest der Fahrt verbrachten wir in angespanntem Schweigen. Kurz vor Rostock überkam dich dann doch noch ein Bedürfnis, das zu erfüllen du uns batest. Ein Ayran. So als Abendessen. Also, es gibt da eine Sache, die könnten sie noch für mich tun. Well, there is one thing you could actually do for me. Meine Doktormutter, yes, tell me. Du, ich hätte wirklich gern ein Ayran. I really would like some iron. Bevor ich eingreifen konnte, meine Doktormutter, so you do want us to iron your Wäsche after all. Ich holte tief Luft. Ayran, nicht iron. Ein Joghurtgetränk gibt's beim Döner. Wir hielten also beim Döner. Ich sprang raus, kaufte, wie von meiner Doktormutter gewünscht, 2 statt, wie von dir gewünscht, 1 Ayran für dich. Das überzählige Ayran steckte ich heimlich ein, so als Abendessen. Am nächsten Morgen überreichten wir dir deine trockene Unterwäsche, ungebügelt, wie du dir das vorgestellt hattest. War wirklich ganz unkompliziert gewesen. Im Namen des Volkes wurde die Ehe meiner Oma 1972 geschieden. Mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, erhielt aus dem gemeinschaftlichen Vermögen zum alleinigen Eigentum eine Stereoanlage, einen Drehsessel, ein Kofferfernsehgerät, ein Tonbandgerät, einen Pkw-Wartburg mit 4 Ersatzrädern, 4 Campingstühle, einen Campingtisch und das neue Wohnzimmer, bestehend aus 2 Tischleuchten, einer Dekoleuchte, einer Couch, einem Hubtisch, 6 Polsterstühlen und einem Eckschrank. Außerdem noch eine elektrische Eisenbahn. Meine Oma erhielt die 2 Kinder. Sie hat nie wieder geheiratet. Seitdem schlief sie jede Nacht in ihrer Neubauwohnung allein auf der rechten Seite des Doppelbetts. Die linke Seite blieb 48 Jahre lang leer. Nur selten hat meine Oma von ihrem Ex-Mann gesprochen. Sie nannte ihn konsequent der Alte. An Heiligabend vor 2 Jahren hat sie, nach einem Glas Sekt, mal von ihm erzählt, wie er ständig zu anderen Frauen gegangen ist, um ihre Radios zu reparieren. Die Männer der Familie, alle Hurenböcke, Säufer und Nazis, sagte sie und lachte laut. Sie sah darin eher individuelle Charaktereigenschaften als strukturelle Problematiken. Später habe ich ihr Scheidungsurteil von 1972 gelesen. Meine Oma, die Verklagte, wurde mit den Worten launisch, zank- und streitsüchtig beschrieben. Der Kläger, mein unbekannter Großvater, habe sich zu Hause nicht mehr wohlgefühlt, wäre abends alleine weggegangen, wohl auch über Nacht weggeblieben. Obwohl er nebenberuflich als Musiker tätig war, hätte er jede freie Zeit dazu ausgenutzt, sich seiner Familie zu widmen. Die ständigen Auseinandersetzungen haben bei ihm aber dazu geführt, dass er jegliche Liebe und Achtung von meiner Oma verloren habe. Dieses Leben wolle er nicht mehr ertragen müssen. Auf dem Bankkonto meines unbekannten Großvaters befanden sich mehr als 10.000 Mark. Das war in der DDR ziemlich viel Geld. Er hatte vor Gericht erklärt, dass dieses Vermögen ihm nicht gehöre, sondern eine Einzahlung seines Betriebs auf sein Konto gewesen sei. Erst später werde darüber entschieden, was mit dem Geld geschehen soll. Im Urteil stand, dass er hierzu ein entsprechendes Schreiben vorlegte.
Meine Oma hat von diesem Geld keinen Pfennig bekommen. Männer stehen fest zusammen, in Betrieben, in Parteien, in Gerichten und Kneipen. Sie schreiben sich entsprechende Schreiben, legen gute Worte füreinander ein und verschaffen sich ihre Vorteile. Damals wie heute, hier wie dort. Sie hüpft und jauchzt, hat einen für diese Zeiten schon fast obszön körperbetonten und farbenfrohen Badeanzug an, der aber nicht provozieren will oder zum Tuscheln verleiten soll, sondern einfach nur ihre volle Lebensfreude zur Schau stellt. Weil sie ihn sich beim, heute nennt man es Shoppen, mit der wohlsituierten, etwas drögen, aber geliebten Mutter erkämpfte. Mutti konnte nicht anders, als sie sah, wie ihre Ingrid ihn strahlend anprobierte und frohlockte, dass sie noch nie in ihrem Leben etwas Schöneres anhatte. Das Mädchen, das so viel Leid als kleines Kind im kriegsgeplagten Stuttgart erleiden musste, sollte sich schön und froh im ersten Badeurlaub in Italien fühlen. Diese Ingrid kannte ich nur von Bildern und leisen, fast unverständlichen Erzählungen, die sie mir meist, ich mit meinem Kopf sehr nah an ihrem Mund, ins Ohr wispern musste, da ich sie als schwerkranke ältere Dame pflegen musste, nein, durfte, und der Fortschritt ihrer Erkrankung kein Stimmvolumen mehr zeitigte. Du warst schön, entglitt es mir beim Betrachten der Fotografie. Ich bin schön, raunte sie sehr selbstbewusst und ihre Augen verschmitzt aufreißend. Ich verstand es sofort, obwohl ich mein Ohr nicht an ihre Lippen hielt. Ihr Körper allerdings war nur noch eine Hülle vergangener Schönheit. Die Haut trocken und geschunden von einem Schicksal, das sich lapidar Multiple Sklerose nennt und nach ihren Körper lahmgelegt hatte. Ihre Stimme war nur noch ein Hauchen. Ihre Augen dagegen repräsentieren eine nur ihr eigene Zufriedenheit und Wärme wieder, die atemberaubend war und die ich nie vergessen werde. Ihr Körper in sich zusammengerollt von den Spastiken, die er über sich ergehen lassen musste, und doch voller Schönheit. Manchmal, wenn es mir die fortgeschrittene Zeit des ambulanten Nachtdienstes nach ihrer Umlagerung erlaubte, massierte ich ihr trockenes Gesicht und ihre müden Schläfen. Sie fand, das spürte ich, schmerzbedingt nur selten Schlaf. Dort roch ich das erste Mal im Leben den wohligen, frischen Duft eines Sanddornöles. Dann wisperte sie manchmal etwas und ich bewegte mich langsam und sanft hin zu ihrem Mund und hörte sie Dinge sagen wie »Ich liebe dich« oder »Du bist toll« oder »Wenn ich noch einmal jung wäre«, oft abgeschlossen von einem heiseren Lachen, das leider Spastiken in ihrem leidgeprüften Körper auslöste, die sie dann wiederum belachen musste und mich nachdenken ließen, ob sie es ernst meint mit ihren Worten. Ob es nur diese Schmeicheleien waren, die mich noch heute so gerne an sie denken lassen, oder die Faszination, dass sie ihre Krankheit, ihre Lähmung, ihr amputiertes Bein, ihr Gefangensein in einer klitzekleinen Wohnung ertrug und niemals irgendeine Form von Leid oder Missgefühl ausdrückte. Sie ist gestorben. Mehrmals, fast. Doch immer wieder kam sie zurück. Dann aber irgendwann doch. Wie alles Leben. Doch ihr Strahlen begleitet mich noch heute. Und der irreale, aber faszinierende Wunsch, mit ihr noch mal jung zu sein, um sie einmal in echt in diesem Badeanzug lachend in die Adria tollen zu sehen und jauchzend hinterher zu springen. Vor allem jetzt des Öfteren, wo ich blöderweise doch auch etwas gealtert bin. So lange bleibt es mir ungenommen, das duftende Sanddornöl gelegentlich aufzutragen und an Zufriedenheit zu denken,
schwelgend in dem Duft und der Weisheit, den ich in diesen Nächten meines Dienstes kennengelernt hatte. Das erste Mal bist du mir begegnet, als ich bekifft auf der Couch einer Freundin lag. Wir hatten den Toaster auf dem Wohnzimmertisch platziert und uns die Scheiben mit Nutella beschmiert. Natürlich wusste ich damals nicht, dass du von diesem Abend an eine Konstante in meinem Leben sein würdest. Nicht so konstant wie eine Mutter oder eine Freundin, die man einmal im Monat auf ein Glas Wein trifft. Eher wie Angela Merkel oder die Frau der Zahnzusatzversicherung, die mich alle zwei Wochen anruft und wissen möchte, ob ich noch eine Versicherung möchte. Kim. Kim Kardashian. Wir lagen auf der Couch und ich sah zum ersten Mal Keeping Up with the Kardashians. Ich weiß nicht mehr genau, um was es in der Folge ging, doch eins war mir sofort klar. Ich will mehr davon sehen, auch ohne Gras und Nutella-Toast. Ich hatte nie weibliche Vorbilder und ich tue mich auch schwer damit, dich als eines zu bezeichnen. Vorbilder und Role Models sind so eine Sache. Während sich meine Chanel-Nagellack-liebenden Freundinnen durchwegs auf Frida Kahlo einigen können, ohne viel über sie zu wissen, sind die akademischen Freundinnen eher bei Ruth Bader Ginsburg und Michelle Obama. Doch ich will nicht das echte Leben. Ich habe keine Lust auf kapitalistischen Feminismus. Ja, auch Kim hat versucht, mit Feminismus Geld zu machen. Aber das haben auch Dion, Beyoncé und alle Schwarzer schon längst getan und die werden nicht so angefeindet. Was soll ich über dich erzählen? Dass ein Sexvideo der Ursprung deiner Karriere war? Dass du mit deinen weiblichen Familienmitgliedern ein Milliardenimperium aufgebaut hast? Deine Kinder ausgefallene Namen tragen? Dass du Anwältin werden willst? Und die Inszenierung deines Hinterns nach den langen, dünnen Jahren des Heroin-Chic, Kate Moss, Skinny Jeans, Minimalismus geradezu revolutionär war? Du hast Körpernormen verändert und dir auch viele Feinde gemacht. Entweder man liebt dich oder man hat ganz klar eine klare Abneigung gegen Frauen wie dich, die erfolgreich damit sind, famous for being famous zu sein. Bist du nun inspirierend oder hast du eine ganze Generation mit Spray-Tanning, modellierten Gesichtspartien, unrealistischen Körpernormen und deinem wahnsinnigen Narzissmus beschädigt? Ich sage ganz klar nein. Du befriedigst meinen Voyeurismus und verkörperst neben Glamour und absoluter Inszenierung noch etwas anderes. Du bist die Königin des mächtigsten Matriarchats der Welt. Und nichts ist so beruhigend wie deine Fantasiewelt, die mich im spätkapitalistischen Albtraum von leistungsorientierten Zielen abhält. Zumindest bis deine Show 2021 eingestellt wird. Prolog. La Cara ist Spanisch und eines der schönsten Wörter, die ich kenne. Auf Deutsch bedeutet es Gesicht. Es beschreibt das Gesicht im Wortsinn eher als Antlitz oder Spiegel. Kapitel 1. Als ich 6 Jahre alt war, verliebte ich mich zum ersten Mal. Es gab eine flache Pappschachtel, in die genau 4 LPs reinpassten. Sie gehörte meinem Vater. Der hatte keinen grauenvollen Musikgeschmack. Nein, er hatte überhaupt keinen. Meines Wissens hat er nur einmal Musik gekauft, eine Kassette fürs Auto von Mantovani. Aber da lag sie nun. Die flache Schachtel aus dickem Karton mit einer sehr schönen Frau und einer mir bisher unbekannten Frisur vorne drauf. Eine seidene Art Helm, weich, geordnet, kühl, dunkelbraun. An der Frisur und dem Gesicht konnte ich mich kaum satt sehen. Und wenn meine Eltern mich mal alleine ließen, was leider selten vorkam, tanzte ich währenddessen in Schlafanzug und Hausschuhen durchs mit roten Rosen auf weiß tapezierte Esszimmer samt komplementärer Möblierung mit flaschengrünen Sitzbezügen hindurch. Heute spielt die schöne Helmhaar-Französin übrigens manchmal auch einfach in Magdeburg, in der ehemaligen Bördelandhalle. Genau das macht sie groß, denn nicht nur die Herzen zwischen Trocadero und Pigalle ergeben sich bei ihrem Gesang, sondern auch die zwischen den Stadtteilen Ottersleben im Süden und Barlibersee 1 und Barlibersee 2 im Norden von Magdeburg.
Kapitel 2. 1000 Jahre später. Aus irgendwelchen Gründen bauten sie in dem Dreckskaff im Schönbuch ein Gymnasium. Also wechselte ich, weil ich in dem spießigen Dreckskaff wohnte, die Schule. Der gleiche Shit in anderer Architektur. Ich wiederholte die 7., ich Idiot. Aber dafür lief am ersten Schultag unsere neue Französischlehrerin ins Klassenzimmer und als ich sie sah, war ich erledigt. Da war er wieder. Der Helm aus dunkelbraunem, frisch gewaschenem, luftigen Haar. Der Helm, den ich schon längst vergessen hatte. Ich verliebte mich innerhalb von 2,7 Sekunden. Ich beschloss, ihr zu imponieren und aus einer 4 eine 2 zu schaffen. Denn es konnte ja nicht sein, dass gerade der Typ, der sie auf Händen tragen würde, am Ende in Französisch der Loser ist. Also musste ich besser werden, egal wie. Bei einer Klassenarbeit behalf ich mir mit einem Spickzettel, den ich, genialer Zug, im Heft platzierte. Flach, hinten eingesteckt, unsichtbar. Blöd nur, dass ich beim Abgeben vergessen habe, den Zettel wieder rauszunehmen. Erst eine halbe Stunde später wurde mir der Fehler abrupt klar. Hatte ich doch nun gleich zwei Laster zu tragen. Blödheit und kriminelle Energie im Kombi. Und ein Betrugsversuch bei meiner Lehrerin. Suizid? Landflucht? Was konnte ich tun? Nichts. Es kam am Ende, wie es kommen musste, aber sie ließ große Güte gewähren. Natürlich nur auch deshalb, so vermutete ich pubertär picklig, weil sie meine Hinwendung irgendwie spürte. Oder weil sie einfach bemerkte, dass ich jedes Mal, wenn sie mich ansprach, mit hochrotem Kopf und streberhaft versuchte, das Richtige zu sagen. Kapitel 3. Eine paritätische und äußerst großzügige Geste ihrerseits folgte. Ich durfte die Arbeit nachschreiben. Nachschreiben? Ich hatte fest mit einer glatten 6 gerechnet. Insofern war das mehr als fair, aber allein mit ihr in einem Raum oder mit all den anderen Freaks im Raum, tuschelnd, kichernd? Keine der beiden Optionen war eine Option für mich, beides der Horror. Wie hatte sie sich das nur vorgestellt? Ganz einfach so. Mit all den anderen Freaks in einem Raum. Ich saß vorne, ihr gegenüber am ersten Tisch. Die Freaks, die Langweiler, die Streber, die dicken Mädchen, die dünnen Mädchen und die hübschen Mädchen hinter mir. Und sie saß 130 Zentimeter von mir entfernt. Ich konnte die putrige Creme riechen, die sie offenbar immer verwendete. In Schwaden kam der Geruch des Haarwaschshampoos unter meine Nase. Betörende Aerosole, wenn sich der Vorhang aus parallel angeordnetem Haar bewegte. Klar, hinter mir wurde getuschelt und gekichert. All das lenkte mich ab. Ich versuchte es, zumindest mich an die Aufgabe zu machen. Und es ging erstmal ganz gut los. Dann wurde es holpriger. Verdammtes passé simple, was für eine Verschwendung an Sprache und Gedanken. Ich begann zu raten, wurde mir dessen bewusst und wurde deutlich nervöser. Alle hinter mir spürten das. Plötzlich war ich umringt von Mitschülern. Einige wollten mir helfen und schoben mir Zettelchen zu. La Cara versuchte für Ordnung zu sorgen, was einigermaßen gelang. Ich gab irgendwann ab, einfach damit es zu Ende war. Die Note war irgendwas Langweiliges. Ich war nicht zufrieden, aber auch froh, mich nicht komplett blamiert zu haben. La Cara hat mich noch ein Jahr lang begleitet. Sie hat mich immer motiviert. Einfach, weil ich sie liebte. Fazit. Jahre später hatte ich dann tatsächlich mal eine Freundin mit einer solchen Frisur. Dann nie wieder. Als hätten wir heute noch diese Kostüme an. Wären heute noch Eisbär und Drache. Brüllend und auch ein bisschen glücklich über unsere Maskerade, die eine Mischung ist aus dem, was wir tragen wollten und dem, was wir tragen mussten, um nicht zu frieren. Denn es war kalt. Auf dem Foto liegt ein wenig Schnee. Das wird so 95 gewesen sein. Ich erinnere fast nichts mehr von diesem Tag. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Erinnerung ist oder etwas, das sich dieses Foto als Fundament genommen hat und darauf eine Erinnerung gebaut hat. Eine Erinnerung wie ein begehbares Haus. Eines der ersten Häuser in der Straße einer gemeinsamen Stadt von Eisbär und Drache. Ich stelle mir unsere beiden Realitäten als benachbarte Städte vor, die nicht durch eine Grenze getrennt,
sondern durch einen gemeinsamen Stadtteil verbunden sind. Mit Parkanlagen und Denkmälern, Baustellen, Wohnungen und anderen Menschen. Und durch diesen gemeinsamen Stadtteil ziehen wir dann in unseren Kostümen, brüllend und auch ein bisschen glücklich über unsere Maskerade. Unsere eigenen Städte sind diesem gemeinsamen Stadtteil entwachsen. Wir haben die für diese Gegend typischen Bauweisen gelernt, versuchen sie zu verlernen oder zumindest weiterzuentwickeln. Wir hören zeitweise sogar ganz aufzubauen, wagen uns hinaus in die Wildnis und begegnen uns, wie wir durch den Wald streifen, sehen uns gegenseitig aus der Ferne durchs Gestrüpp schleichen, teilweise kaum ansprechbar, so sehr auf der Suche nach etwas anderem. Unseren gemeinsamen Stadtteil gestalten wir als eine Gemeinschaft der Erinnerung. Auf den Plätzen stehen Denkmäler für unser geteiltes Glück und Leid. Die Straßen gepflastert mit Privilegien, als sicherer Boden unter unseren Füßen. Hier begründen sich Wertevorstellungen und Selbstbild und die damit verbundenen Zweifel und Ängste, Vorlieben und Bedürfnisse. Teilweise sind diese Denkmäler so groß, dass man sie von unseren individuellen Stadtteilen aus sehen kann. Und an manchen Tagen scheinen sie größer als an anderen, überragen alle anderen Gebäude und werfen Schatten. Wenn du mich einlädst, mir deine individuellen Straßen, Parks, Gebäude und Menschen zeigst, dann gibt es Ecken, die ich zu kennen scheine, die mir vertraut und bekannt vorkommen. Und es gibt andere, die neu sind für mich. Orte, an denen ich zum ersten Mal bin, die ich erst verstehe, wenn du sie mir erklärst oder ich sie über die Jahre öfter besuche. Auch wenn wir eine Gemeinschaft der Erinnerung sind, haben wir unsere Realitäten individuell erweitert. Auch wenn wir die gleiche Herkunft haben, unterscheiden sich die Spiele, die wir dort gespielt haben, unterscheiden sich die Dinge, für die wir dort gelobt und bestraft worden sind. Auch wenn wir die gleiche Herkunft haben, unterscheiden sich unsere Perspektiven auf diesen Ort und damit die Art und Weise, wie wir gestalten, womit wir uns umgeben. Es ist manchmal nicht einfach, sich durch Städte zu bewegen. Sie können schnell, dreckig und laut sein. Es kann schwer sein, frei zu atmen. Und dann geht es leichter, wenn ich mir vorstelle, da ist auch noch der Eisbär neben mir, der brüllt und auch ein bisschen glücklich ist über die Maskerade, die eine Mischung ist aus dem, was wir tragen wollen und dem, was wir tragen müssen, um nicht zu frieren. Ich glaube, sie kamen erst später in meine Klasse, etwa in der 6. oder 7. Ich ging auf eine Hauptschule in einem Dorf. Blicke ich auf meine Bildungskarriere zurück, die dann doch beinahe mit einer Promotion endete, war diese Schule vielleicht die beste, auf der ich je war. Wir waren insgesamt gerade einmal 120 Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte konnten sich intensiv um uns kümmern. Das war auch nötig. Nicht wenige von uns stammten aus eher problematischen sozialen Verhältnissen. Unter meinen Mitschülerinnen und Schülern waren einige Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, von denen viele schon unvorstellbar schreckliche Dinge erlebt haben mussten. Dazu gab es noch einige Kinder von erst kürzlich in den Westen übergesiedelten Ossis, die wegen ihres Dialekts gehänselt wurden, obwohl der in diesem Dorf gängige Sprachduktus selbst republikweit als Lachnummer galt. Neben Einheimischen prägten die Schule jedoch vor allem Arbeiterkinder von Eltern mit Migrationshintergrund. Polly war eines davon. Wie in allen Schulen stand auf dem Schulhof ausgiebiges Mobbing auf der Tagesordnung. Vielleicht sogar mehr als anderswo, denn uns als Schülerschaft war durchaus bewusst, dass man uns als Hauptschüler in eine der untersten gesellschaftlichen Schubladen eingeordnet hatte. Begegneten wir Kindern anderer Schularten, spielten die allzu gerne ihre vermeintliche Überlegenheit aus und piesackten uns. Und wie das mit Unterdrückten nun einmal so ist, entwickeln sie nicht selten selbst am Unterdrücken eine große Freude. Augenscheinlich war Polly ein perfektes Opfer für Bullies. Sie hatte eine außergewöhnliche Gestalt. Für ihr Alter war sie bereits sehr groß und ziemlich dick. Mir erschien sie wie eine Gigantin. Auch sonst entsprach sie mit ihrer starken Akne auf ihrem runden Gesicht nicht unbedingt gängigen Schönheitsidealen. Gleich am ersten Tag schickten sich Vertreter der Bullyzunft an, Polly ob ihres äußeren Erscheinungsbilds lächerlich zu machen. Jedoch stellte sich schnell heraus, dass derlei Angriffe auf Polly völlig zwecklos waren.
Sie ging sicherlich nicht spurlos an ihr vorüber, doch sie hatte dagegen bereits eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit entwickelt. Routiniert konterte sie mit einem passenden Spruch oder reagierte mit einem entwaffnenden, gelangweilten Augenrollen. Dabei half Polly auch ihr herzliches Wesen. Ihre Sprüche waren oft lustig und brachten die Umstehenden zum Lachen. Überhaupt erzählte sie stets irgendwelche Geschichten, die alle witzig fanden. Auch sie selbst lachte unheimlich oft. Schon von Weitem hörte man in den Gängen des Schulgebäudes ihr schallendes Gelächter, das durch den Resonanzraum ihres mächtigen Körpers von außerordentlicher Kraft war. Natürlich ließen die Bullies trotzdem nicht locker, besonders der Oberbully, der Metzgersohn, versuchte es immer wieder. Einmal wurde es Polly zu bunt. Es kam zu einer heftigen Rauferei, bei der sie ihre beträchtliche Körperfülle zu ihrem Vorteil zu nutzen wusste. Danach ließ er sie in Frieden. Polly hatte damit in der Hierarchie der Schülerschaft bald eine geachtete Stellung. Auch bei mir wich ein anfängliches Mitleid wegen ihres Aussehens schnell großer Bewunderung. Besonders imponierte mir, wie sie sich für Schwächere einsetzte. Selbst oft Opfer ungerechtfertigter Verletzungen verfügte sie über ein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein. Als auch ich einmal in die Fänge des Metzgersohns geriet, rettete mich Polly aus der Bredouille. Es genügte schon, dass sie von Weitem mit ihrer mächtigen Stimme »Dirk« brüllte, wonach diese zusammenzuckte und sogleich von mir abließ. Sie schlichtete auch bei anderen Streitereien und verstand es mit einer ehrlichen Art und den richtigen Worten zu trösten. Einmal musste ich vor der Klasse ein Buch vorstellen und war so aufgeregt, dass ich kaum einen verständlichen Satz herausbekam. Nach dem Unterricht kam Polly zu mir und sagte, »So wirklich kapiert habe ich das Buch nicht, aber was du gemacht hast, war wirklich toll.« Nach der Schule verloren wir uns leider aus den Augen. Vor einigen Jahren verbanden wir uns aber wieder über Social Media. Auf den Bildern lacht neben ihr ein gemütlicher Riese. Gemeinsam haben sie vier Kinder, auch sie kleine Giganten. Sie hat ein Business, das bunte Torten für griechische Hochzeiten macht. Wahre Kunstwerke aus Zucker. Noch heute erfüllt mich eine gewisse Zuversicht, wenn ich an die beeindruckende Unverwüstlichkeit der lustigen und lieben Polly denke. Diese starke Frau im besten Sinne. Es waren wohl ihre Dauerwellen, die ihr damals ein bisschen Zartheit ins Gesicht zauberten. Verhärmt, gezeichnet von den Sorgen und dem Stress, die ihr wohl das Familienleben aufgezwungen hatten. Kein Wunder, ihr Mann hatte sie mit Geldsorgen und den beiden Mädchen alleine gelassen. Wie ein Nomade zog er von Ort zu Ort und kehrte, wahrscheinlich wenn der Polarstern günstig im Mond des Jupiters stand, mal für ein paar Tage hier und da zurück. Wie es ihr jetzt wohl geht? Kürzlich sprach meine Mutter von ihr. Sie hatte Roswitha im Supermarkt getroffen und wohl eine ganze Weile mit ihr gesprochen. Dorfleben eben, jeder kennt jeden. Dabei fiel mir auf, wie nett sie davon berichtete. Mir war bis zu dem Zeitpunkt nie klar, dass es da eine Verbindung gibt. Sogar Empathie? Meine Mutter mochte ihre Tochter, eine meiner besten Freundinnen, damals nicht. Heute weiß ich genau, was sie damals meinte. Sind das wirklich schon 20 Jahre her? Und ich wiederum kam mir sehr oft unerwünscht vor, wenn ich bei meiner Freundin in Roswithas Haus zu Besuch war. Und wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht. In unserer Jugend waren wir über Jahre eigentlich unzertrennlich. Roswitha stritt häufig mit ihren Töchtern. Ihre Jüngste, meine Freundin, lehnte sich stark gegen sie auf. Aus heutiger Sicht war es wohl ein ganz gewöhnlicher Mutter-Tochter-Konflikt. Meine Freundin war natürlich ganz anders als ihre Mutter, ging aufs Gymnasium, spielte Theater, wollte raus aus unserem Dorf. Oberemmel. Was nebenbei bemerkt, immer tief in meinem Herzen und meiner Seele verankert sein wird. Nach London, studieren. Sie hatte Träume. Aber Roswitha hatte ihre lange aufgegeben, sah sich in der Realität angekommen. Auf mich schien sie verbittert. Welten prallten aufeinander. Sie arbeitete als Putzfrau
Und darüber hinaus arbeitete sie sehr viel. Musste sie doch ihre beiden Töchter versorgen, die diesen Aspekt der Mutter sicherlich nicht bewusst vor Augen hatten. Ihre Tochter ist nach London gegangen und aus meinem Leben verschwunden. Und somit auch Roswitha. Und doch, Brecht, Shakespeare, Hugo, Filme, Literatur, Musik. So viele Zeilen sind in Erinnerung geblieben, haben sich in Seele und Gedächtnis gebrannt, werden immer wieder aus den Tiefen der Erinnerungen hervorgeholt und bedient. Aber es ist sie, diese Frau, Roswitha, die interessanterweise, ohne Sentimentalitäten dabei hervorzurufen, vom Thron meiner Rangliste der am häufigst zitierten Person herunterblickt. Auf die Frage, was ein gemeinsamer Freund nach seinem Abitur denn nun machen werde, und eine Antwort wie erstmal eine Weltreise oder vielleicht irgendwas mit Architektur studieren erwartend, entgegnete dieser trocken eine Maurerausbildung. Er war ungeheuer gründlich und wollte andere Sichtweisen auf die Architektur erleben, um sein gehegtes Berufsziel zu erreichen. Sichtlich überrascht, nach passenden Worten ringend und um die Kontenance zu wahren, kam ihr ein überaus überschwängliches, aber wenig überzeugendes »Oh, aha, et kann ja jeden, was er will. Es kann ja jeder machen, was er will« über die Lippen. Es war herrlich komisch. Und doch so war. Es kann ja jeder machen, was er will. Es liegt in deiner Kraft. Habe Mut. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Geh hinaus in die Welt. Nutze dein Potenzial. So aussagelos ihre Floskel auch schien, so oft denke ich doch, ja, eigentlich hatte sie doch recht. Roswitha aus dem Rosenberg hatte recht. Ihre Tochter ist aus London zurück, wohnt keine 100 Meter weiter. Roswitha passt regelmäßig auf die Kinder auf. Die beiden haben wohl wieder zusammengefunden. Vielleicht hat sie ja auch ihrer Tochter eingestanden, dass jeder machen kann, was er will. Oder an RuPaul Charles. RuPaul Charles, du schöner Mann. Sie lügen, wenn sie sagen, du seist eine Drag Queen. Sie wissen ja nicht, you're the Drag Queen. Ich zögere zwischen den Namen, die ich dir geben will. Ich zögere zwischen meinen Grenzen, die du für dich nicht gelten lässt. RuPaul Charles, du schöne Person of Color. RuPaul Charles, du anbetungswürdige Frau. RuPaul, ich erinnere mich noch daran, wie ich dich das erste Mal auf Netflix gesehen habe. Dich und deinen großen Körper und darauf große Haare, deine breit gepolsterten Hüften, deine schmal geschminkte Nase. Dein Anblick war eine Attacke, dein Contouring eine Beleidigung, deine Plateauschuhe Hochverrat. Groß und hoch standest du und deine Haare ab und ich sah auf dich herab, denn ich hatte gelernt, mit Verachtung meine Identität und meine Geschichten zu schützen. Dann merkte ich, dein Anblick war eine aufregende Bedrohung, dein Cat-Eye-Lidstrich eine gut gemachte Beleidigung, deine Absätze ein lang ersehnter Verrat an einer alten Erzählung, der Erzählung von »So sieht ein Mann aus« und »So eine Frau«. Eine Erzählung so spröde, dass sie an deinem lackierten Fingernagel zerbrochen ist. Eine Erzählung so klein, dass sie von deinem Pfennigabsatz zertreten wurde. RuPaul Charles, du schöner Mensch. Du erzählst mir, we are all born naked and the rest is drag. Der Rest hängt gut sortiert an der Kleiderstange, für jede Rolle ein Kostüm. Brautkleider und Doc Martens, Krawatten und Netzstrumpfhosen, Seidenschals und Kamisoltops, Trenchcoats und Jogginghosen, Lederjacken und Perlenohrringe, Polohemden und North Face Jacken, Tag Heuer Uhren und Kulspelzmäntel, Eastpak und Hermes Taschen.
Wir lügen, wenn wir sagen, das sei eben unser Geschmack. Wir wissen ja nicht. Es ist alles Drag. Kostüme, für die wir uns entschieden oder die für uns entschieden worden sind. Und jetzt zögere ich zwischen den Namen, die ich mir geben will. Ich zögere zwischen meinen Grenzen, die ich nicht mehr für mich gelten lasse. Und für den Moment weiß ich, man muss nirgends ankommen, wenn man versteht, das Zögern gut zu finden. RuPaul, zeig mir noch einmal diesen Death Drop. Takt in dieser glitzernden Robe. Dreh dich bitte wieder hier auf der Bühne. Feg über jeden Zweifel hinweg wie diese Federboa über den Laufsteg. Ich möchte in deinen überbordenden Farben baden und in den Locken deiner Perücke über meine Körperscham lachen und mich an deiner glitzernden starken Schulter über das Patriarchat ausweinen. Dein goldener Pailletten-Bodysuit gibt mir Galionsfigur Realness, Henny. Du hast den Catwalk freigemacht für eine Schar an jungen Queens, die dir folgen. RuPaul Charles, du schöner Mann. RuPaul Charles, du anbetungswürdige Frau. In meinen 27 Jahren auf dieser Erde durfte ich schon so einige Sophies kennenlernen. Aber die eine werde ich wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Mit scheinbar endloser Energie fliegt sie durchs Leben und hat dabei fast immer ein verschmitztes Grinsen im Gesicht. Die Freundschaft und ein gegenseitiges Vertrauen war ab der ersten Sekunde da. Wir liefen durch Zürich, beobachteten Menschen, schauten uns die Stadt an und hatten danach ziemlich wahrscheinlich einen Vollrausch mit zweierlei Betäubungsmitteln. Quasi Gas und Bremse gleichzeitig. Eine eigene Firma zu gründen, völlig legitim. Sich nebenbei noch für Geflüchtete einsetzen, kein Thema. Allen Freunden und Freundinnen helfen, die Hilfe brauchen, selbstverständlich. Einen Master in einem der seltsamsten Länder der letzten 5 Jahre zu studieren, logische Konsequenz. Nebenbei noch ein Motorrad fahren, das öfter repariert werden muss, als dass es gefahren wird, Lifestyle. Mit ihrer sehr empathischen Art kann sie sich in jegliche Situation hineinversetzen. So gibt es keinen Smalltalk und keine unwichtigen Themen zu besprechen. Wir setzen uns gemeinsam an den See, trinken eine Tasse Tee und analysieren unsere Arbeiten mit dem Ziel, sie besser zu machen. Über Stunden kann ich so mit ihr sitzen und brainstormen. Um kurz Luft zu holen, gibt's die neuesten Gerüchte und Stories aus der Stadt und aus dem Töpferkurs, um anschließend wieder mit neuer Energie an die Arbeit zu gehen. Wie selbstverständlich fliegt sie so durchs Leben. Und dann ist da noch das Thema ihrer Strukturiertheit. Ein Foto von ihrem Küchenschrank in San Francisco ist auf den ersten Blick befriedigend. Alle Grundnahrungsmittel und Gewürze abgefüllt in Gläser und Dosen, alles einheitlich beschriftet, übersichtlich und logisch angeordnet. Da springt mein Herz als junger Mann, der von Tag zu Tag spießiger wird. Hat sie eine neue Idee im Kopf, setzt sie alles daran, diese auch schnellst und bestmöglich umzusetzen. Sie bringt verschiedene Menschen an einen Tisch und schafft es, diese für ihre Sache zu begeistern. Sie arbeitet gefühlt Tag und Nacht an sich und ihren Vorhaben. Sie liebt und wird geliebt und hilft, wo sie nur kann. Mein großes Glück ist, immer von dieser Energie und Struktur zu profitieren. Sollte ich mal zu wenig Kraft für meine kopflastige Arbeit haben, ist ein Treffen mit ihr wie Balsam für meine Seele. Die scheinbar niemals versickernde Quelle ihrer Energie steckt mich immer wieder an und gibt mir Kraft, wieder an die Arbeit zu gehen. Irgendwann fiel mir auf, dass es auch negative Punkte dieser Freundschaft geben könnte. Wenn ich so von ihrer Energie profitiere, dann könnte es auch passieren, dass ich ihre so wertvolle Energie raube und sie aussauge. Hoffen wir gemeinsam, dass es nicht so weit kommen wird. Denn wenn dir deine Energie nicht abhanden kommt, dann steht dir Großes bevor. Sophie, falls du das mal liest, du bist eine einzigartige und wunderbare Frau, die ich gerne in meiner Nähe habe. Lass uns daran nichts ändern. Dein Noah.